So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video und wir müssen uns mal die aktuellen neuen Entwicklungen angucken, die ja soweit gestern Abend noch spät verkündet wurden. Gegen 21.30 Uhr ungefähr begann die Bundespressekonferenz von Merkel, dem regierenden Bürgermeister von Berlin und Söder. Und so heißt es nämlich jetzt: Lockdown bis Januar. Ja, und das ist eine krasse Entwicklung, dass jetzt sogar gesagt wird, man verlängert ihn nicht nur über den Bereich bis Weihnachten, sondern auch danach nochmal. Und wir sehen ja diesen Verlauf des Lockdowns, wir sehen ja diese Sinuskurve, so möchte ich sie an der Stelle wieder nennen, denn zu Weihnachten werden die Maßnahmen deutlich runtergefahren und dann wieder hochgefahren. Also das verstehe ich an dieser Stelle nicht. So, ihr könnt aber eure Meinung natürlich unten gerne wieder reinschreiben. Und Frau Merkel sagt, Zitat: Wir gehen davon aus, dass die Beschränkungen bis Anfang Januar gelten müssen. Böse Stimmen fragen, bis zu welchem Jahr im Januar? 21 oder vielleicht doch 22? Ja, private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten soll auf maximal 5 Personen aus dem eigenen und einem weiteren, Haushalt begrenzt werden. Jetzt hier, Kinder unter 14 Jahren fallen nicht darunter, immerhin, aber das ist auch schon eine ganz, ganz krasse Einschnitt für jemanden, der sich halt hier und da mehr gerne mit Freunden und Bekannten und so trifft. Das finde ich ist schon krass. Das Ganze bezieht sich dann aber so auf Weihnachten, dass man sich dort nämlich bis zu 10 Personen treffen dürfen. Und da ist es dann auch egal, aus wie vielen Hausständen. Das finde ich halt auch, ist irgendwie komisch. Sagen wir es mal so an der Stelle. Finde ich ganz, ganz komisch. Was ich gut finde, muss ich ja auch ganz klar an dieser Stelle hier sagen, dass man sagt, dass die Bewohner von Seniorenheimen, Altenheimen und so weiter kein Fest in Einsamkeit, so sagt die Kanzlerin es, feiern sollen. Denn es soll auch Besuchsmöglichkeiten für die geben. Und das finde ich ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das unter gewissen Auflagen, unter Möglichkeiten, ja, unter Bedingungen so ermöglicht wird. So ist es richtig ausgedrückt. Denn es kann nicht sein, dass unsere alten Bewohner dieses Landes generell schon relativ abgekapselt in ihren Seniorenheimen sind und dass man sie dann gar nicht besuchen kann. Also da werden schon viele, viele Tränchen ansonsten laufen, ganz sicher. Es das heißt weiterhin, die Pflicht zum Tragen von Mund- und Nasenschutz wird noch einmal intensiviert, zum Beispiel in Innenstädten. Genaueres dazu wurde leider nicht bekannt gegeben, habe ich zumindest nichts gefunden. Ganz interessant, hat man gestern im Olli-Kanal auch schon drüber gesprochen, über diesen 200er Inzidenzwert, der auf einmal jetzt gesagt wurde. Warum der nicht 150 oder 250 oder 500 ist, ist mir nicht bekannt. Da könnt ihr gerne was reinschreiben. Und das Ganze betrifft auch schon Berlin selbst und 62 weitere Landkreise. Die haben dann nämlich im eigenen Ermessen bezüglich von den Ländern aus die Möglichkeit, da noch weitere Maßnahmen zu machen, nach eigenem Ermessen, wie gesagt. Ist auch eine krasse Entwicklung. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, Zitat, hier schreibt die Bild: Die Bundesländer können nach den Beschlüssen des C-Gipfels abhängig von der Infektionslage entscheiden, ob sie Maßnahmen lockern oder verschärfen. Und das heißt für mich, warum gibt es denn eigentlich diese Ministerpräsidentenkonferenz? Wenn die Bundesländer doch jetzt wieder gesagt bekommen, jo, ihr könnt ja selber das Ganze machen, dann ist das doch eigentlich unnötig oder sehe ich das falsch? Warum macht man denn diese Konferenz, wenn sowieso jedes Bundesland jetzt hingehen kann und kann das hier frei entscheiden? Kann ich nicht nachvollziehen an der Stelle. Ja, was weiteres soweit vorher schon bekannt war, Böllerverbot an Silvester bezüglich größeren belebten Plätzen und Straßen. Wie das Ganze genau definiert ist, was jetzt ein größerer belebter Platz ist, wie viele Teilnehmer oder sonst was, darüber gibt es immer noch keine Infos, konnte ich zumindest nichts finden. Wechselunterricht soll ab der 8. Klasse in besonders hohen Infektionsgebieten soweit stattfinden. Wie das Ganze gemacht wird mit Lehrermangel, ist auch eine Frage, die noch nicht geklärt ist. Keine Ahnung. Ja, und dann natürlich auch die Regelung, dass es nicht mehr eine Person in einem Geschäft mit über 800 Quadratmeter auf 10 Quadratmeter ist, sondern auf 20 Quadratmeter. Da haben wir auch eine Verschärfung definitiv zu sehen. Schreibt eure Meinung gerne mal zu den Regelungen unten rein. Interessiert mich. Haut rein. Bis zum nächsten. Ciao.